Projekt hier heute, Nimm die Welt in die Hand. Wir sind das Videoteam. Der Regisseur ist gerade drin, hat gerade ein bisschen Stress, weil es jetzt gleich losgeht. Es sind ziemlich viele Menschen hier am Start. Ich weiß nicht, wie viel seid ihr? 30 vom Orchester? Es sind ungefähr 30 Leute vom Orchester. Ja, und jetzt geht's los. Kannst du vielleicht nochmal einen Blick reinwerfen und gucken, wie sie sich vorbereiten. Ansonsten wird es ein guter Tag. Dankeschön. Also danke, dass ihr es eigentlich kommt, da dann noch Samstagmorgen zu so früh Stunde. Das wissen wir sehr zu schätzen und wir werden uns garantiert mit einem coolen Video dann mit Sicherheit. Echte Probleme werden banalisiert und zu lang ignoriert, bis der Schrecken seine Kammer verliert. Wir haben das Nachsehen antizipiert, Angst reagiert, der weiße Mann er kassiert und ein anderer verliert. Du hast alles probiert, doch deine Branche sie stirbt. Wandel passiert, bis aus dir ein anderer wird oder wieder für so mancher marschiert oder bis ein neues Manifest sich manifestiert. Es liegt an dir. Moment, bitte. Also wenn wir sagen Bescheid, dann... Ah, wenn ich warten kann. Ja, genau. Also... Okay, also erstmal schütteln. Schütteln. Okay. Also kann das auch nochmal weiß also, machen? Kannst du nochmal... Ja, wäre gut. Auf jeden Fall. Scheiße. Ich steche mich in meine Hand, wenn ich filme. Naja, ich bin hier, weil wir heute natürlich endlich unser Video zu Nimm die Welt in die Hand drehen. Okay. Und ich hatte ja die Freude, den Rap dabei steuern zu dürfen. Und wir haben uns gedacht, wäre auch irgendwie sinnvoll, wenn ich im Bild wäre. Deswegen laufe ich da hin und wieder mal durch. Und wie kam es zu dem Lied? Oder was bedeutet das? Also das ist tatsächlich eine längere Geschichte, muss man sagen. Initiiert hat das eigentlich Eule e.V., vor allem in Person von Michael Reis. Der kam auf die Idee, dass man mal ein Projekt anstoßen sollte, um die Leute so ein bisschen wach zu rütteln und einfach zu sagen, übernimmt Verantwortung. So in eurem, wirkt in eurem Kreise quasi. Also die Idee ist, dass jeder, egal, sei es jetzt ein Selbstständiger in der Firma, sei es ein Angestellter, sei es jemand, der im Verein ist, der ein Ehrenamt ausübt oder whatever, dass die Leute einfach versuchen, in ihrem Kreis zu wirken und so ähnlich wie bei einem Stein, den man in den See schmeißt und dann gibt es dann diese Wellen, diese Ringe ringsherum. So ist das gedacht. Also das hat halt Auswirkungen, auch ökonomische Auswirkungen. Und das ist so die Grundidee, einfach zu sagen, mach dein Ding und übernimm Verantwortung und damit machen wir alle bestenfalls die Welt ein kleines bisschen besser. Darf ich dich kurz was fragen? Gerne, gerne. Und wieso machst du heute hier mit? Einfach just for fun, oder? Ja, also Hessam, der Regisseur, hat mich gestern angefragt, ob ich Lust hätte, Maske zu machen. Ich hatte ein bisschen Organisation. Und weil ich gerade ein bisschen Zeit habe und auch gerne das Ganze mache, habe ich zugesagt. Und dann hat er mir erzählt, worum es ging. Und ich habe dann über den Musiker recherchiert und so und wo wir drehen und das fand ich eigentlich super. Deswegen habe ich mir gedacht, so das Wochenende kann ich mir jetzt für das hier nehmen. Und bis jetzt bin ich auch sehr glücklich, dass ich mich dafür entschieden habe. Okay. Also, ja. Dankeschön. Die Kamera läuft. 1, 2. Nimm die Welt in die Hand, nimm die Welt in die Hand. Oh, nimm die Welt in die Hand und sei der Fels in der Brandung, sei du selbst in Verwandlung. Nimm die Welt in die Hand, nimm die Welt in die Hand.
Wir sind am Marsch, wenn man es analysiert. Die freie Welt wird mit Geld dreister Trampel regiert. Zahlen sind samtig frisiert, Wahlen manipuliert. Nur unsere Resignation ist noch ambitioniert. Echte Probleme werden banalisiert und so lange ignoriert, bis der Schrecken seine Kammer verliert. Wir haben das Land. Das fand ich besser. Physik. Oh nein. Okay. Chemie. Meine Untergrundfächer. Du machst doch mit und bist auch mal drauf. Ach komm. Wir haben nicht viel Zeit. Sorry, dass ich nicht erklären kann. Also ganz normal. Ihr seid Schüler und Schülerinnen und dann ihr seid im Unterricht. Sie unterrichtet und das ist die Geschichte erstmal im Klassenraum. Und jemand braucht Nachhilfe. Ist sie und sie bleibt danach im Unterricht und sie bleibt danach die zwei. Also das sind einfach ein paar Takes, was wir machen wollen. 3-3, die 1. Ja, schön, dass wir uns heute Morgen sehen. Erste Stunde, ich weiß, ihr seid noch alle müde. Aber es nutzt uns nichts, wir fangen an heute. Instrumentenkunde. So, welche Instrumente habt ihr denn schon mal gespielt oder spielt ihr noch? Einfach so bleiben. Weißt ihr, was ihr gefragt habt, oder? Wer gefragt hat. Also wir wechseln einfach Perspektive. Tastatur, das ist korrekt, ja. Die Tastatur ist dieselbe, das heißt, wir notieren was, genau, bei Klavier und beim E-Piano. Ja, da passt das auch hervorragend hin. Bitte! So, also, gehst du mit in die Garage? Nee, ich bleib noch ein bisschen, ich erkenne ab und noch ein paar Schlüssel für die Woche. Das muss weg, das muss weg dann. Ja, das ist ja. Doch ein Dreifach, oh, ja, das ist cool. Aber da würde ich noch flaggen. Da brauchen wir noch eine Fleck. Ja, den Link, Fleck-Link haben wir von dem Diffus. Ja, dann wir nehmen das hier, dann machen wir da die Fleck auch immer mit dem Fleck. Ja. Gut. Da kommen wir vielleicht jetzt dieses Mal diese Diffus und dann nochmal den anderen. Dann rein, so mit einem Zylinder auf die Masse stecken kann. Ja, also es sind so verschiedene am Tag, sag ich, das sind so. Das sollte noch wieder rein. Das ist ein Handheld, oder? Ja. Ja. Hallo? Das mit der Kamera? Also, das ist immer so. Und die sind Und ich gucke wieder in die Kamera. Ja. Okay. Amerikanisch und Medium, die zwei. Also wir machen 2-3 Takes. Und du kannst beides auch machen. Massageklappe, ganz neu. Ja. Genau. Das ist notwendig. So. Dankeschön, Kali. Sehe ich sonst noch, Leon? Ja. Ja, Kameraset. V1-1. Take 1. Nimm die Welt in die Hand, nimm die Welt in die Hand. Oh, nimm die Welt in die Hand und sei der Fels in der Brandung. Sei du selbst die Verwandlung. Nimm die Welt in die Hand, nimm die Welt in die Hand. Wir sind am Marsch, wenn man es analysiert. Die freie Welt wird mit Geld dreister Trampel regiert. Zahlen sind samtig frisiert, Wahlen manipuliert. Nur unsere Resignation ist noch ambitioniert. Echte Probleme werden banalisiert und so lange ignoriert, bis der Schrecken seine Kammer verliert. Wir haben das Nachsehen antizipiert, Angst reagiert, der weiße Mann der Kasse. Ja, aber der Michael hat schon gesagt, er hat eine Mitfrage. Okay, ist klar, weil sonst würde ich schlafen. So wie Klappe. Ja. 6-1, die 1. Bruder, ja, ich wollte mal hören, wann die Tracks fertig sind. Wir sind ein bisschen in Zeitnot jetzt langsam. Also noch ziemlich genau 2 Wochen, aber dann muss auch. Bist du in unsere Seite schauen? Also die. Ja, genau. Genau. Jetzt müssen wir auf den Helfern noch aufpassen. Immer weg. Die letzte Drehminute fällt dann mal wieder von dem. Ziemlich weit. Okay. Also, man sieht alles. Nee, das ist zu weit. Okay. Da, stopp, genau, da wäre die äußerste Linie links. Okay, also von da rein. Und hier so? Vorletzten Mal diesen Text rappen. Ja. Yeah. Also jetzt. Bitte, Benedikt, du kannst anfangen.
Nimm die Welt in die Hand und sei der Fels in der Brandung. Sei du selbst die Verwandlung. Nimm die Welt in die Hand, nimm die Welt in die Hand. Wir sind am Marsch, wenn man das Sonne visiert. Die freie Welt und das Geld reißt der Trampel regiert. Zahlen sind samtlich frisiert, Wahlen manipuliert. Nur unsere Resignation ist doch ambitioniert. Echte Probleme werden banalisiert und zu lange ignoriert, bis der Schrecken seine Kammer verliert. Niemand das Nachsehen antizipiert, Angst reagiert. Der weiße Mann er kassiert und ein anderer verliert. Du hast alles probiert, doch deine Branche, sie stirbt, Wandel passiert.